Gestern Abend nach Börsenschluss lief eine Meldung über die Ticker, die besonders aufhorchen ließ. Die Ratingagentur Moody's hat nämlich den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Deutschlands gesenkt. Ob das eine Retourkutsche ist auf die Aussagen von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler, dass die Pleite, eine mögliche Pleite Griechenlands, für ihn längst ihren Schrecken verloren hätte? Großes Fragezeichen. Auf alle Fälle waren dann alle gespannt, wie der Markt nun darauf reagieren würde. Dann kamen aber über Nacht auch noch recht gute Konjunkturdaten aus China zu uns herüber. Der Einkaufsmanagerindex der Großbank HSBC, also HSBC, für die Industrie in China ist nämlich im Monat Juli von 48,2 Zählern auf 49,5 Punkte gestiegen und weckt jetzt doch eine gewisse Zuversicht, was die konjunkturelle Entwicklung auch in China angeht. Das gibt uns entsprechend ein bisschen Rückenwind, sodass der deutsche Aktienindex aktuell klettern kann, sich ein wenig erholt auf 6.415 Zähler. Wir waren im Hoch aber heute schon mal bei 6.432 Punkten. Zumindest ist die deutliche Abwärtsbewegung der vergangenen zwei Tage erst einmal gestoppt worden. Am deutschen Rentenmarkt gibt es natürlich auch entsprechende Reaktionen. Der Bund Future, der gibt etwa 80 Stellen im Moment ab. Und wir können die Reaktion auch besonders schön an einer fünfjährigen Bundesanleihe ablesen. Da ist der Kurs über Nacht nämlich von 119,70 auf 119,05 gefallen und die Rendite umgekehrt von 0,23 auf 0,35% gestiegen. Dennoch fallen die Reaktionen gewissermaßen auch mit einer Gelassenheit aus, denn ein solcher Schritt einzelner Ratingagenturen war irgendwie schon eingepreist. Positiver ist dagegen schon, dass die Berichtssaison in Deutschland begonnen hat und zwar recht gut begonnen hat. Denn SAP hat ein Quartalsergebnis hingelegt und dabei sofort Rekorde vermeldet. Neuer Rekord beim Umsatz, deswegen wird jetzt die Jahresprognose für Umsatz und Gewinn beibehalten. Man sagt auch hier, erwartet man einen Umsatz und einen Ergebnisrekord. Das gibt der Aktie Rückenwind. Deswegen stärkster Gewinner des Tages. 1,9% geht es nach oben auf 49,99 Euro. Darüber hinaus performen auch die Solarwerte heute wieder recht gut. SolarWirth ganz von an der Spitze. 7,8% geht es nach oben nochmal auf 1,29 Euro. Die Nachrichten waren zuletzt hier wirklich nicht so schlecht. Allerdings kommen wir ja von einem sehr, sehr niedrigen Niveau. SMA Solar schließt sich an mit einem Aufschlag von 1,9%.